Herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind in einem sehr leicht gruseligen Tempel hier. Irgendeines Andraste-Kults. Und mir ist gerade aufgefallen, dass hinter uns, wo wir hergekommen sind, auch schon wieder Gegner stehen. Und da war doch auch Genitivi. Den sehe ich jetzt gar nicht mehr. Und ein fucking Magier wieder. Ich wollte nämlich schon weitergehen, dann dachte ich halt. Warum, wo kommen denn auf einmal die Punkte hierher? Ich werde es tun. So, Win. Ach, ich glaube, das kann Morrigan alleine lösen hier. Wenn sie nicht gerade vom Bogenschützen durchbohrt wird. Oh, und Win ist auch etwas in Dringend, sag ich jetzt mal. So, Magier weg. Sehr schön. Sie kümmert sich um den Bogenschützen. Win geht es im Moment ganz gut. Gerade ganz gut. Glaube ich. Ich bin alle genau Alistair. So soll es auch sein. Auch wenn Alistair gerade ziemlich Beef bekommt. Ich bin erfroren. Oh, Win. Oh, keine Tränke mehr. Und keine Wundumschläge mehr, was? Haut die irgendwer weg oder warum haben wir keine Wundumschläge mehr? Komisch. Und wir leben. Oh, die hat richtig Beef bekommen. Ist irgendwer verletzt? Ja, Alistair mal wieder. Es gibt doch irgendwie mal... Wie ihr wohin jetzt? Wenn ihr wisst, was Verletzungen halt, welcher Zauberding, welche Fertigkeit, dann könnt ihr mir es ruhig sagen. Weil ich glaube, irgendwann werden uns die Verletzungsrüstungen ausgehen, ganz sicher. Und dann werde ich froh sein, wenn wir das auch irgendwie anders machen können. Oh, hier unten gibt es auch noch Wege. Die hab ich überhaupt nicht beachtet, muss ich sagen. In Ordnung. Mein Fehler. Ich glaube, wir waren nur hier drin. Waren wir das? Kultistenkammern. Genau, da haben wir dieses Anzündstäbchen gefunden gehabt. Ha. Stimmt, hier war ich noch gar nicht. Vielleicht sind die da rausgekommen. Und es gibt hier auch Fallen. Auf eine sind wir schon gestoßen. Also sollten wir etwas vorsichtig machen. Interessant. Hier sind zumindest Kerzen, aber ich glaube, wir können nicht mit denen interagieren. Frag mich bloß, für was dieses Anzündstäbchen ist. Schauen wir erstmal hier rein. Ich bin erfreut. Wir haben auch einen Schlüssel gefunden, ob der das hier geöffnet hat oder ob wir das waren. Schlüssel zur Haupthalle, interessant. Wie ihr wünscht. Eine Axt. Eine Gürtelschnalle der Winde. Plus 3 Verteidigung. Naja. Ist okay. Ach, da war ich schon, denn da war nichts. Und eine letzte Tür in einen größeren Raum. Alte Bücher. Glaubt ihr, einige davon kann man noch lesen? Das stimmt. Schriftrollenstapel. Alte verschlüsselte Schriftrollen. Okay. Vergessene Verse. Interessant. Eine neue Quest. Finde jemanden, der die seltsamen Schriftrollen entziffern kann. Du hast einige Schriftrollen gefunden, die in einer dir unbekannten Sprache verfasst sind. In der Hoffnung, dass du auf deinen Reisen jemandem begegnest, der sie übersetzen kann, hast du sie mitgenommen. Genitivi, würde ich mal sagen. Der kennt sich mit ziemlich vielem gut aus. Die alten Götter. Okay. Dumat, der Drache der Stille. Oh mein Gott, das ist ein bisschen mehr. Zerziegel, der Drache des Chaos. Toff, der Drache des Feuers. Ganz viele Drachen. Es gab 7 alte Götter, große geflügelte Drachen, die über die alte Welt geherrscht haben sollen. Die Kirche behauptet, dass sie für die Erbsünde verantwortlich seien, weil sie die Menschen durch Betrug von ihrem wahren Schöpfer entfremdet hätten. Oh, das könnte doch noch interessant werden. Lesen wir mal weiter.
Der Glaube der Menschen ließ nach und deshalb wendeten sich der Bauer von der Welt ab. Aber vorher kehrten die alten Götter zur Strafe auf ewig unter der Erde ein. Scholaren vermuten, dass die alten Götter irgendwann tatsächlich existiert haben, aber vermutlich handelte es sich um echte Drachen. Hohe Drachen von einer Größe, wie es sie heute nicht mehr gibt. So beeindruckend, dass frühere Völker sie schon aus Furcht angebetet haben. Manche behaupten sogar, der Schlummer der Drachen sei eine Art Winterschlaf, nicht das Ergebnis des Zorns des Erbauers. Wo die Wahrheit nun auch liegen mag, jedenfalls können die alten Götter der Legende nach sogar aus ihrem unterirdischen Kerker heraus dem Geist der Menschen etwas zuflüstern. Achon Talsian, der erste Magier, gab an, er hätte Kontakt zu dem alten Gott Dumat und dieser würde ihn Blutmagie lehren. Dadurch konnte er in Tevinter unglaublich mächtig werden und sich schließlich zum Herrscher des Reichs ausrufen. Im Gegenzug errichtete er die ersten Tempel, in denen die alten Götter angebetet wurden, und die Drachen wurden überall als Symbol der kaiserlichen Macht bekannt. Bis heute sollen sich vier der alten Götter als verderbte Erzdämonen erhoben haben. Dumat, der erste und mächtigste, wurde bei der Schlacht auf den Schweigenden Ebenen erschlagen. Zanzikl fiel bei der Schlacht von Starkhaven, Tuff bei der Schlacht an der Jägerspitze und Andoral wurde von dem legendären Grauen Wächter Garahel bei der Schlacht von Aeslay besiegt. Die Erzdämonen wurden erst nach jahrelanger Diskussion unter Scholaren identifiziert und bis heute ist unklar, ob es sich dabei wirklich um die alten Götter und nicht doch einfach um Drachen gehandelt hat. Sicher ist nur, dass die dunkle Brut tief unter der Erde nach ihnen sucht. Sollte es sich um die alten Götter handeln, wie viele Scholaren glauben, stehen uns nur noch drei Verderbnisse bevor. Doch was geschieht, wenn alle alten Götter erweckt und dann erschlagen worden sind? Gibt es dann keine Verderbnis mehr? Und bedeutet das Vergebung durch den Erbauer? Wir werden sehen. Eine interessante Frage. Von Schwester Mary, Scholaren der Kirche. Interessant. Wäre cool, wenn es keine Verderbnisse mehr gäbe. Ja, dann könntest du die an der Hand abziehen. So, jetzt haben wir noch drei Verderbnisse zu überstehen und dann haben wir es. Noch eine Schriftrolle von Bannister gefunden. Die Kreaturen, die Dämonen, müssen nicht aufwendig bestochen werden. Sie sehnen sich nach der Welt von Fleisch und Blut. Und genau das könnt ihr ihnen anbieten. Das Ende ihrer ewigen Suche nach wahrem Leben. Fechtet mit ihnen ein Duell des Willens aus und sucht es zu gewinnen. Scheitert ihr nämlich, ist zwar die Macht trotzdem euer, aber euer Körper gehört dann dem Dämon. Genießt die höllische Macht, solange ihr könnt. Denn seid ihr erst eine Abscheulichkeit und eure dämonische Hälfte schon bald euren Geist verzehren. Darunter stehen mehrere Zeilen geschrieben in einer geheimnisvollen, vergessenen Sprache, die zu entziffern nur gänzlich besessene Sprachkundige in der Lage sind. Oder man sollte sich einfach nie damit einlassen. Das wäre mein Ratschlag. Weil es immer eigentlich nur böse enden kann. Ich glaube, da sind schon ganz viele dran verzweifelt an Selbstüberschätzung, wenn es um Dämonen ging und sich ihrer Macht zu bedienen. So, nette kleine Bibliothek, ja. Dann gehen wir mal zurück hier. Also wir haben einen Schlüssel zur Haupthalle gefunden. Eine schwarze Perle in der letzten Folge und ein Anzündstäbchen. Nur gespannt, dass irgendwo muss es noch einen Platz geben, wo wir was damit machen können. Hier ist die Haupthalle. Ich wollte hier durch die Tür gehen. Genau. Ich erinnere mich. Ganz schön viel Weiß hier. Oh. Ein getöteter Ritter. Kommt schon. So. Nietenbesetzte Lederstiefel. Rüstung der Gewissenhaftigkeit. Interessant. Und eine Sackgasse. Oder? Moment. Es scheint aber weiterzugehen, wenn dieser Felssturz hier nicht wäre. Na gut. Wie gesagt, ist ja schon etwas in die Jahre gekommen hier, das Ganze. Und jetzt würde ich allerdings nochmal speichern, denn da vorne sind schon wieder Gegner. So. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir brauchen. Und jetzt speichern wir das Spiel. In Ordnung. Nochmal. Ist auch okay. Speichern wir eben nochmal. Jetzt, wo die Tür offen ist. Oh, ich sehe einen Magier. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass wir hier so unten sind. Und da oben sind noch mehr. Wie ihr wünscht. Vereist ihn mal, Morgan.
Sie hat es nicht hinbekommen. Mist. Dann mach ihn. Jag ihm einen Schrecken ein. Was zum Teufel? Was sind das für Geräusche? Oh, Aschegeister. Nicht gut. Was jetzt? Ich will nie diesen Magier aufhalten. Sehr schön. Diese blöden Aschegeister, gegen was sind die anfällig? Irgendwas mögen sie gar nicht. Ich glaube, es war Kälte oder so. Ich verstehe. Ich glaube, Feuer wird nicht viel ausmachen. Wär's mit Kälte, Mann. Jetzt auf Wiedersehen. Sehr schön. Ah, gut. Immer schön anständig kämpfen. Oh. Kein Fan von deinem Drecksfeuer hier. Genau so wird es geschehen. Drecksviecher, ey. Richtig ekelhaft. Kann gerne auf Aschegeister verzichten. Ich bin auch sehr froh, dass ich die Umgebungsgeräusche etwas runtergestellt habe, weil die immer so laut waren, die Gegner. Ich hoffe, es kommen keine Spinnen mehr, weil das sind mit Abstand die nervigsten im Spiel hier. Hier ist nichts mehr. Ein Aschegeist hat uns noch ein kleines Bündel hinterlassen. Starker Wundumschlag, sehr gerne. Haben wir auch wirklich nicht mehr viele, muss man sagen. Wir könnten ein paar herstellen, glaube ich. Apropos. Herstellen. Schwacher Wundumschlag. Starker Wundumschlag. Yay. Konzentrationswirkstoff. Auf jeden Fall. Ein normaler Lyriumtrank wäre noch ganz toll. So, das reicht erstmal. Aber gut, dass wir wieder ein paar Wundumschläge haben. Eine Feuerstelle, okay. Und hier, das ist... In Ordnung. Hier geht's auch weiter. Aber wir schauen uns erstmal die Feuerstelle an. Vorher noch speichern schnell. Aber selbstverständlich. Das heilige Feuer, okay. Alles klar. Was hat's damit auf sich? Oh, okay. Das Feuer am Kopf der Treppe in der großen Halle unseres Tempels war für uns schon immer eine Art Mysterium. Dieses Feuer hat die Wesen geschaffen, die wir Aschegeister nennen. Dort haben sich Andrastes Anhänger geopfert, um ewige Wächter ihres Tempels zu werden. Ah ja, okay. Ich habe mühsam Informationen aus alten Büchern und den Geschichten und Halbwahrheiten zusammengetragen, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Ich glaube, dass ich das Ritual nun verstehe, mit dem die Geister erschaffen wurden. Das Feuer wurde mit einem geweihten Anzünder entfacht, dessen Flamme aus dem ewigen Feuer stammte, das einst Andraste selbst verzehrt hat. Der auserwählte Anhänger fastete und betete wochenlang und nahm täglich nur einen Schluck Wasser zu sich. Wasser und Brotkur, so hört sich das an. Wenn er dann bereit war, wurde ihm eine fehlerlose schwarze Perle in den Mund gelegt und dann trat er in die Flammen im alten Teewinter. Sagte man schwarze Perlen magische Kräfte nach. Wenn man im Augenblick des Todes eine im Mund hatte, wurde die Seele dadurch daran gehindert, durch den Schleier zu treten. Und so wurden die Anhänger Andrastes dem ewigen Feuer überstellt. Sie wurden zu Staub und Asche, erhoben sich dann wieder und wurden Beschützer der Geliebten des Erbauers. Aus dem Tagebuch von Vater Colgrim. Okay, wer immer Vater Colgrim ist, ein anderer Anhänger vielleicht. Und wir haben die schwarze Perle ja gefunden und so. Ich will nochmal kurz zurückgehen. Mir fällt gerade ein, ich habe überhaupt nicht nach Genitivi geschaut. Da waren ja die Gegner in dem Raum hier. Und ich habe die besiegt, aber ich habe nicht mehr nach ihm geschaut. Wie es ihm geht oder ob er tot ist jetzt. Und wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, ihn hier zurückzulassen. Oder ob er einfach verschwunden ist. Ach, da ist er noch. Sehr schön. Und wir haben letztens auch kurz was gefunden. Dann frage ich ihn nämlich noch schnell. Wir haben ihr seid zurück. Texte gefunden. Wart ihr bei der Urne? Noch nicht. Oh, seid ihr im Tempel auf etwas Faszinierendes gestoßen? Ach ja, die Geister, die Asche beschützen. In einem der Bücher gab es einen Abschnitt. Einige von Andrastes Anhängern opferten ihr Leben dem Feuer, um auf ewig ihre Wächter zu werden. Ist das nicht wunderschön? Selbstopfer wunderschön, ich weiß ja nicht. Ja, auf eine morbide Art
Natürlich. Möchtet ihr mit mir noch über etwas anderes sprechen? Okay. Ich dachte, wir könnten ihm irgendwie... Wir haben doch noch was anderes gefunden. Ihr seid zurück. So. Wart ihr bei der Urne? Schön, dass ihr unbeschadet seid. Sind es viele? Könnte man so sagen. Ich denke schon. Hier war niemand. Vermutlich haltet ihr sie beschäftigt. Wenn ich etwas Seltsames bemerke, verstecke ich mich. Sehr gut, mach das. Also er kann uns die Texte wohl nicht übersetzen, die wir letztens gefunden haben. Auch gut. Echt fast enttäuscht, aber auch gut. Nee, mal schauen. Wo waren wir denn? Bei dieser komischen Feuerschale. Und dann ging es weiter. Das sind auch sehr schöne Statuen gerade. Links und rechts von der Tür gewesen. So, die sehen auch nicht besser aus. Was waren das hier mal? Bilder? Die sehen auch sehr runtergekommen aus. Oberliste. Balliste. Da wollen wir uns in eine Falle locken. Könnte man so sagen. Vorsicht. Aber sowas von. Dich sein. Seht ihr das? Da, das ist eine Falle. Oh. Wurde nämlich festgenagelt, diese Mistkerle. Ey, Lister, jetzt lauf da ja nicht durch. Hol dir den hier. Na gut, wir haben sie entschärft. So. Ich bin. Wieder mit dir. Genau so wird es geschehen. Du Morrigan ist. Alles klar. Aber selbstverständlich. So leicht kann man uns nicht in der Falle locken. Ah. Das war sehr offensichtlich, muss ich sagen. Irgendwie. Mit den Ballisten. In Ordnung. In Ordnung. So, Morrigan. Stärke ist. Stärke für Magier wichtig? Ich glaube nicht so recht. Magie wahrscheinlich eher. Ich will noch eins auf Konstitution geben. Und Klugheit ist. Verschrocken wichtig, aber ich glaube, ich gebe ihr noch mal Willenskraft. Noch einen auf Willenskraft kommen und noch einen auf Magie. Ach, wir können Spezialisierung auswählen. Arkaner Krieger, Blutmagier, ja, Geistheiler. Damit warte ich noch ein bisschen, überlege ich mir noch. Sie könnte sich in Bären verwandeln. Kann vielleicht auch ganz nützlich sein im Nahkampf, muss man sagen. Karnebolzen, das ist auch so Grundding Magier. Das ist auch bestimmt nicht schlecht. Aber wenn wir irgendwas Besseres jetzt machen können, dann machen wir das natürlich. Fluch des Todes. Sämtliche normalen Treffer, die ist erleidet, zu kritischen Treffern werden. Das hört sich ziemlich nice an, muss ich sagen. Lähmung. Es wird gelähmt vorübergehend. Oder Todesmagie. Oh, Fluch des Todes. Klingt auch sehr gut. Ich überlege einfach, ob ich Magier aber auch ausbauen soll. Ich glaube, wir nehmen das und dann das nächste bauen wir Magier aus. Und es wird sehr eng hier in der Ding. Von Morrigan. Ach, die Leiste kann man auch größer ziehen. Klar. Schwäche haben wir da auch noch. Sieh mal an. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Die Leiste ausziehen. Ganz vergessen, dass das geht. Okay. So weit, so gut. Speichern wir nochmal. Ich bin erfreut. Oh, jetzt speichert das Spiel. Oh, hallo, Mr. Aschegeist. Beenden wir es. Das hat ihn nicht beeindruckt, muss man sagen. Schau mal vor allem. Das aber schon, das funktioniert meistens sehr schön.
ihn. Ja, das hat mich gesaftet. Oh, jetzt kommen sie aber, ey. Jetzt kommen sie. Ist das ein Magier? Ja, Tatsache. Na, komm her. Oh, nee. Du Drecks. Das ist einer der ekelhaften Sorte hier. Genau so wird es geschehen. In Ordnung. Ja! Boah. Die hat da hinten einen Sturm gemacht. Eine ganz ekelhafte. Boah. Okay, Magier weg. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt erstmal. Wie ihr wünscht. Ja, es wird alte Elfenhandschuhe, interessant, okay. Mittelschwere Handschuhe. Interessant. Zauberresistenz, Rüstung. Hm. Wieder ein Schrein. Oder sowas in der Art. Ich glaube, es ist eigentlich wurscht, wohin wir gehen, glaube ich. Nicht schon wieder Magier. Oh, das kam jetzt nicht überraschend. Der Raum war so schön leer. So. Aschegeister hier. Okay. Wo geht es hier hin? Okay, das war überraschend. Au. Ah. Verstanden. Morrigan, friere sie alle ein irgendwie. Das wäre nicht. Ja. Upsi. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass da Wind stand. War jetzt schlecht. Es war jetzt nicht so schlau, aber Alistair kann ihn vielleicht zerschmettern. Ist ja blöd, ey. Wetten, hast du nach einer Kommandobrücke raus? Ach ja. Komm, komm, dann lass die auch gleich öffnen hier. Ach, da ist was, jetzt was drin. Schau. Ekelhaft. Ich will es. Ich will es. Widerstand. Einfach auf. Zu viele Aschegeister für mich. Eindeutig. Okay. Das wären bestimmt nicht die letzten, auf die wir gestoßen sind. Oh, hallo, Freund. Ah!
Die wäre auch schon mal weg. Jetzt spürst du Stahl. Alles klar. Ich nehme an, dieser Narr hat irgendeine religiöse Bedeutung, oder? Du? Was? Welcher Narr? Ich weiß nicht, was sie meint. Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin erfreut. Meint sie Genitivi, oder? Ich glaube nicht wirklich. Lindwurmhort. Interessant. Bevor ich da durchgehe, schaue ich aber nochmal in die andere Richtung, was da so ist. Wie ihr wünscht. Unsere lieben Kultistenplünderer, yay. Okay. Und merke, es können Aschegeistern in diesen Truhen hier sein. Aschegeist, yay. Starker Lyrium-Tank, sehr schön. Und vielleicht haben die anderen Magier auch noch was getroppt auf der anderen Seite. Man kann es ja nicht wissen. Hier ist nichts mehr, aber da hinten, sehr schön. Wie ihr wünscht. 21 Silber, immerhin. Da sind ja ganz viele Gegner, sehe ich gerade. Speichern wir nochmal. Wenn ich eins gelernt habe, man kann nie zu viel speichern hier. Und auch wenn es gut läuft, die was heißt es nie? Aber Geschrei hilft euch auch nichts mehr. Au, der wollte mich einfrieren, glaube ich, gerade. Fuck, er hat's auch geschafft. Mistkerl, hey. Irgendwelche Befehle? So. Sehr schön. Nieder mit dir! Da ist noch wer. Ja! Das ist nicht gut. Morrigan. Das hat ihm nicht gerade sehr aufgehalten. Mehr Aschegeister hier. Aua. Ich hätte auch Aschegeister beschworen. Wer weiß. Bevor wir jetzt da weitergehen, schaue ich mich hier noch um. Hier gab es nämlich einiges. Was wir wieder aufsammeln dürfen. Yay, mehr Loot. Ich bin erfreut. Gesellenverlangsamungsrune. Achso, okay. Deswegen waren wir jetzt gerade verlangsamt. Boah, ich jetzt nicht unbedingt. Für den Bogen ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Und für Leute, die im Nahkampf auf die Pelle rücken wollen als Bogenschütze, aber ich brauche die jetzt nicht so unbedingt. Hier waren wir schon, okay. Alles klar, ich glaube, dann haben wir ja erstmal alles. Außer dieser Kultistenplünderer entscheidet sich noch, lootbar zu werden. Wie so oft die Leichen in Dragon Age die Angewohnheit haben. Oh, hallo. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Kein Magier, das ist besser. Habe ich nämlich lieber mit der Falle hier vor, Liebe. Oh, ich sehe schon, da sind so Messer in den Wänden. Das wäre bestimmt unangenehm geworden. Wie ihr wünscht. Betäubt er mich einfach. Das darf er nicht. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Im Bogen bin ich auch nicht so schlecht. Wenn ich treffe.
So. Und wo war der Nahkämpfer? Ach, das war der Nahkämpfer, glaube ich. Yep, genau. Okay. Das ist Arch... In Ordnung. John Hessarian, der Magister, der Andraste zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt hat und dir dann in letzter Sekunde den Gnadenstoß gab. Okay. Ich schätze mal, in einem anderen Raum war auch irgend so eine Figur, die mich so aufgefallen ist und darauf hat sich Morrigan bezogen. Ist okay, Lindwurmhort. Ah, es führt wahrscheinlich zum gleichen Ding. Zum gleichen Teil in der Höhle. Schurken, die das Talent der Kampfbewegung erlernt haben, haben für hinterhältige Angriffe einen größeren Angriffswinkel zur Verfügung. Haben wir das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Obwohl es, glaube ich, bei uns mittlerweile egal ist, aus welcher Richtung wir angreifen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Lindwurmhort klingt jetzt auch nicht so toll unbedingt. Wow, fuck, wie groß ist die Karte hier, ey? Muss sehr groß sein. Hallo? Hier waren noch Gegner. Gefällt mir nicht. Ich habe hier gerade rote Punkte. Ah, da hinten. Die sind alle so begierig aufs Sterben, nicht wahr? Hallo, Freunde. Morrigan? Steht wieder ganz falsch hier. Vielleicht können wir sie ja einfrieren. Sehr schön. Dann probieren wir mal wieder, ob wir einen wegkriegen, die Art und Weise. Ja, kriegen wir sogar. Das hat ein schöneres Gemetze ist mir bisher noch nicht untergekommen. In Ordnung. So viel Gemetzel. Es war schon ein fairer Kampf. Waren ja keine bewaffneten Dorfbewohner, so wie vorhin. Wie sieht es eigentlich mit unserem Inventar aus? Verkraftet das noch Gegenstände? Oh, nicht mehr viel. Nicht mehr viele. Das ist nicht gut. Vielleicht werde ich auch mal zurückgehen und verkaufen. Jetzt schauen wir aber erstmal nochmal. Okay, hier geht's weiter. Ich will nochmal ganz kurz zurückgehen und schauen. Ging es ja im Gang noch weiter. Ich glaube, das war wieder einfach nur die andere Seite. Kann das sein? Verfallener Tempel, ja. Das müsste eigentlich die andere Tür einfach nur gewesen sein. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Oder in den nächsten Raum, würde ich sagen. Schauen wir noch, was uns da erwartet. Wahrscheinlich mehr Kultisten. Wer hätte das gedacht? Kultisten, Magier. Zwei Magier. Na gut. Ich nehme die Herausforderung an. Unterbrecht ihn. Aber selbstverständlich. Der macht Blitz, ist nicht so schlimm. Was der macht, weiß ich nicht. Ich bin unterbrechen ist egal. Au. Au, au, au. Blitz und Feuer, was zum Teufel? Was war das denn jetzt? Das war Blitz und dann irgendwie mit Feuer gepaart und Wind. Ich bin nicht mehr ganz so schnell wie früher. Ja, du machst das schon, Win. Toi, toi, toi. In Ordnung. Mistkerl, ey. Scheiß Magier, ey. Ohne Witz. Wie ihr wünscht. Ein Elfenpfeil. Ist das auch hier irgendwie... Was ist das denn für eine komische Statuengruppe? Okay. Was auch immer. So, weg.
will wieder nicht stehen bleiben hier. Aber selbstverständlich. Ich renne dem nicht mehr nach. Und so haben wir den Bogen, sag ich mal. Hoffentlich nicht zum Sterben. So, nee, das kriegen wir schon. Wie ihr wünscht. Ich bin zuversichtlich. Bis jetzt ging's schon. Die Magier konnten. Und ach, die Magier in dieser Blut. Magierbasis waren schon schlimm in Denarim, ey. Das war nicht sehr schön. Nope, nope. So, ich glaube aber, ich werde an dieser Stelle mich verabschieden und eine kleine Pause machen. Und die dazu nutzen, etwas zu verkaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin einen schönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und bis dann. Ciao.